Also in der kommenden Legislaturperiode bin ich der Meinung, dass wir unter allen Umständen vermeiden sollten, dass es ein Gefälle zwischen Stadt und Land gibt. Also gleichwertige Lebensbedingungen, was meinen Bereich der Medizin betrifft, auf Stadt und auch auf Land. Und da geht es darum, dass wir halt die flächendeckende Versorgung mit niedergelassenen Ärzten, neuen Versorgungsformen ausbauen, dass wir die Palliativtherapie ausbauen, die Geriatrie, die Demenzbehandlung ausbauen und dass wir letztlich Arbeitsplätze für Beruf und Familie so schaffen, dass auch die jungen Ärztinnen, die ja vermehrt jetzt in ihren Beruf kommen, entsprechend versorgen können. Ich denke, das Land darf nicht benachteiligt werden und die Medizin in meinen Augen muss menschlicher werden.